Herzlich willkommen. Ich nehme dich jetzt mal mit auf unser Yannick Digital Kundentreffen. Meine Herausforderung als Versicherungsmakler, ich mache das seit 30 Jahren, war definitiv die Digitalisierung, auch durch Corona bedingt, festzustellen, wie kann man von wo arbeiten. Und da brauche ich natürlich einen Top-Berater und ein Team im Hintergrund, die uns da einführen in diese Thematik. Digitalisierung war die Herausforderung. Das Besondere ist, dass Yannick immer up-to-date ist. Mit up-to-date meine ich, er kennt die neuesten Tools, er weiß, was für die Branche interessante Tools sind. Und da er selber vom Fach ist, finde ich es besonders interessant, dass er wirklich auch einschätzen kann, ob wir die umsetzen können oder nicht. Ich habe in dieser kurzen Zeit, wo ich mit Yannick und seinem Team zusammenarbeite, schon so viel erreicht. Genau arbeiten wir circa ein Jahr zusammen, dass einfach diese Prozesse sofort umgesetzt werden konnten und auch vom ganzen Team wunderbar angenommen wurde. Das Besondere an der Zusammenarbeit mit Yannick sind in meinen Augen die wöchentlichen Live-Calls, wo wir uns austauschen können. Es entsteht auch sehr, sehr viel durch den Austausch mit den anderen Teilnehmern. Generell muss ich sagen, ich war am Anfang auch sehr skeptisch, mit Yannick zusammenzuarbeiten, aber jedem, der unentschlossen ist, kann ich nur sagen, tut es. Es kostet zwar natürlich was wie jede Investition, aber das ist wirklich wert. Das Thema Digitalisierung beschäftigt uns alle schon seit Jahren. Und wenn ich nicht spätestens jetzt, also wirklich jetzt, mit dem Thema anfange, mich mit Digitalisierung zu beschäftigen, dann bin ich in 5 Jahren sicherlich vom Fenster. Jeder, der noch nicht weiß, ob das das Richtige für ihn ist, würde ich einfach empfehlen, mit Yannick sich mal zusammenzusetzen oder auch mit einem von den Mitarbeitern von ihm. Die haben wirklich super Ahnung, können dir zeigen, wo vielleicht auch Stellschrauben sind, die man selber noch nicht gesehen hat, und zeigt einem auch gleich relativ schnell auf, wo Bedarf besteht, wo man einfach was machen kann für sich. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Meistens sind es die Älteren, ich bin auch schon Ü50, die sich vielleicht damit mehr beschäftigen müssen als noch jüngere Leute. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und es macht auch Spaß, was Neues zu machen. Und wenn du das nächste Mal auch dabei sein möchtest, dann werde Teil der Yannick Digital Community.